Wir haben den 23. Dezember 2019. Ich habe jetzt gerade die letzten Besorgungen gemacht für Weihnachten. Und jetzt gehe ich zu Pascal. So, der Weihnachtstisch steht mit unserem kleinen Bäumchen, wie jedes Jahr. Und diesmal habe ich noch eine Schleife rangehangen, die fast so alt ist wie ich bin. Der habe ich als Kind immer gespielt und ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Und er ist auch wunderschön. Ja, und da sind unsere schönen Teller. Der Pascals Teller. Und meiner. Und wir haben auch ein Star Wars Ü-Ei. Mega. Das ist Pascals Geschenk. Wir zünden dann nachher eine Kerze an. Und da sind meine Geschenke, meine Pakete, die ich zu Geschenk gekriegt habe. Ja, das Kartoffelsalat, weil wir heute grillen, das zeige ich euch dann. Und da sitzt das kleine süße Bullu. Was ist denn los, Bullu? Ich bin's Kind, ich warte auf Weihnachten. Du möchtest auspacken, dein Geschenk, aber vorher musst du noch ein anderes Geschenk auspacken. Weißt du welches? Nein. Und zwar mich. Ah! Lieb und süß. Sitzt so da wie ein letztes Jahr und hat Angst, dass er wieder auf die Reise muss. Ja, nein, diesmal nicht. Aber Leute, ich habe diesmal ein noch besseres Geschenk als letztes Jahr. Dafür muss er aber nicht das Haus verlassen, aber das kann ich euch leider nicht zeigen. Das ist zu privat und intim. Da fragt mich, muss meine Mami auspacken. Süß. Mami filmt mit. Kamera. Wir suchen jetzt gerade halt einen Film, den ich auf DVD zu Hause nicht gefunden habe. Ah, ja. Wir wollen eine schöne Bescherung gucken, wenn du böse wollt. Ja. Schwierig alles. Naja, nächster Clip wird dann das Grillen sein. Das wunderschöne Grillen. Mit dem wunderschönen Zielführer. Ja. Wir wollen jetzt gleich grillen, aber wir haben ein Problem. Der Grill springt irgendwie nicht an. Hallo. Hallo. Was ist denn los? Dreht nicht. Na schuld, du. Ja. Ja, keine Ahnung, wieso der nicht funktioniert, ne? Kann ich mal zu Weihnachten grillen. Was hast du denn da Schönes besorgt? Zeig mal. Einmal Bratwürste. Mhm. Steaks. Und nochmal kleine Bratwürste. Gibt's noch eine? Das hat mir nämlich jetzt zu bunt mit dem Ding. Gib die mal hoch. Wir hatten uns so gefreut auf das Grillen. Ja, das ist ein Elektrogrill. Geht mich nicht. Das passt halt ohne schöne Pfanne. Schöne schwarze Pfanne. Aha. Da liegen so die Würstchen. Die Würstchen. Vegan! Das ist A und O. Das ist wieder was, das ist aber nicht Fleisch. Echtes Nicht-Fleisch. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja. Suchen ist der Weihnachtsbaum für die Familie Griswold-Kinder. Das ist doch. Frechheit. Lieb. Mhm. Warnung vor dem Hund? Was soll's? Lass ihn überholen. Ja. Vor allem, du verbindest das genauso schön scheiße wie ich. Ich liebe das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
wo ich sowas herkriege für dich. Jetzt hab ich's. Ich hatte das noch zu Hause. Was? Ich hatte das noch zu Hause, das gibt's in McGuides. Was für ein Ding? In McGuides. Was damit? Da gibt es sowas. Och, nee, dann hätte ich's Haus verlassen müssen. Ich hatte es noch zu Hause. Hält jahrelang. Manche dieser Dinge habe ich tatsächlich das Haus verlassen. Nicht vor Ort. Nee, ich gucke da nicht hin. Und hier ist es scheiße, ne? Also nicht hochladen auf YouTube, wenn es scheiße ist. Versprich mir das. Verspreche ich dir. Das ist Materie, das ist Materie, das ist, was ist denn das für ein Scheiß? Ach Gott! So viel zu meiner Idee, Nutella zu essen, wenn ich 90 bin, gell? Die habe ich mir nie gekauft, weil so sind ich immer mindestens zwei brauche für eine Mahlzeit. Das hätte ich immer gesagt, das habe ich dir zwei geschenkt. Das ist schön. Aber 7 Kilo zu früh. Die gucken mal auf das Datum, wie lange die Alpen sind. 7 Kilo, weißt du, ich brauche 7 Kilo abzunehmen. Haltbar bis zu deinem Geburtstag. Echt? Sehr teuer war das. 5 Euro ist Glas oder so, 2,50. Nee, eigentlich bisher alles ganz gut. Alles Zeug, was ich esse. Ich habe dir auch kleine Packung Domino-Steine, weil du die mal gesagt hast, magst du, und ich finde es widerlich. Ich esse das nicht, schon seit der Kindheit nicht. Ja, du musst mal wieder Vollmilchschokolade kaufen. Sind das nicht welche? Nein, das also ist ich, bitter. Ich bin unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Aber guck mal, was ich dir hier geholt habe. Das ist mega, das ist unendlich lecker. Meine Mutter findet die auch nicht mehr. Ich habe noch ein Salzwiebel eine Packung gekriegt. Ich wollte meine Mutter schon umbringen, weil sie nicht mehr findet. Ja, die gibt es nicht mehr. Ich habe auch keine mehr hier gekriegt, deswegen habe ich sie Gott sei Dank noch ein Salzwiebel gekriegt. Also echt mal, wer macht denn das? Wer verschenken Supplemente zu Weihnachten? Das kann ja wohl nicht. Das geht gar nicht. Was haben Sie denn? Sowas würde ich nie machen, sowas Klumpjes. Was ist das für ein Scheiß? Eisen. Das war eher wie so ein Gag halt, ne? Also Eisen. Musste ich eine Apotheke bestellen, weil der Rossmann das nicht führt. Sehr schön. Hab ich noch nicht. Ja. Extra für Vegetarier. Was habe ich einen Brand? Das soll ich was heute fressen, aber so viel Salz, das kannst du dir nicht vorstellen. Unmengen Salz. Das ist immer Fleisch nachmache. Unmengen Salz. Das ist schon Vergiftungsgrad, gefährlich, so viel Salz. Goldenes Papier gefällt mir sehr. Ich liebe goldenes Papier. Ja, das hatte ich auch noch zu Hause. Ja, ich habe von meiner Mutter geklaut. Jetzt ist es alle. Ich habe von meiner Mutter geklaut, damit ich bloß nicht das Haus verlassen muss. Und dann dachte ich mir, schade, ich hätte sowas gerne gehabt. Nee, das ist alles sehr gut. Das sind zwei verschiedene Sorten. Ich sage irgendwann mal nichts Süßes. Was, verschiedene Sorten? Das ist nicht erlaubt. Na ja, okay, weiße Schokolade ist auch noch. Bitte, das ist nicht auch noch was Süßes sein. Da ist noch was. Ist das das Kleine, erst das Kleine auspacken? Ja klar, das halten wir jetzt auch eine disziplinierte Reihenfolge. Das habe ich im Rossmann eingepackt. Mit der Enttäuschungsgrad höher wird, habe ich mir da extra eine das habe ich in Magdeburg getan. Reihenfolge einfallen lassen. Das hast du jetzt nicht verstanden, oder? Ja, doch. Das habe ich in Rossmann eingepackt und in Magdeburg gekauft. Hast du das wirklich verstanden? Ja, ich habe es verstanden, eine verschiedene Reihenfolge. Wo hast du es hier gekauft? In Magdeburg. Bei dem Rossmann dort? Nee, ich habe es hier im Rossmann eingepackt und in Magdeburg gekauft. Ja, im Rossmann. Ich bin hingegangen damit und hab's eingepackt da. Willst du mich vergiften? Wieso? Ich würde deine Schenke doch nie einpacken. Weißt du, was sie da unter dem Backtisch haben? Ich hab's doch selber gemacht alles. Weißt du, was sich unter dem Backtisch dort befindet? Nö. Du hast es auch mal gemacht. Letztes ja, Jahr. Nie wieder. Das ist der Abfallcontainer für den Sparbirn. Das Quecksilber überall. Auf was man nicht alles achten muss. Aber die anderen habe ich alles so. Das gefällt mir gar nicht. Das war jetzt nicht so schön. Da ist kiloweise Quecksilber dran. Ich habe es dieses Jahr extra verkniffen. Das hat mir vorher nicht gefallen, dass ich das dort eingewickelt hätte. Naja, dachte, ich mir das da drinnen ist ja nochmal extra eingepackt. Trotzdem, das ist jetzt überall im Raum. Quecksilberatome, das ist Wahnsinn. Ich möchte eigentlich nicht mehr in den Laden reingehen.
Ich mache da so einen Bogen drum oben, auch bei Kaufland. Ich mache da so einen Bogen, da ist doch Futterautomat. Ich gehe an den Futterautomat lang, weil die da die kaputten Sportfilme reinballern, das kriegst du dann leicht. Ja, das kannst du ruhig hochladen. Wenn die Leute erfahren, dass in die Eingangsläden die in Löcher Sportfilme reinwerfen dürfen. In Löcher. Das bedeutet nichts anderes, außer dass dadurch kaputt die Kotze eingewercht. Ich habe so viel zu wenig Klebeband genommen, das fällt schon auseinander, wenn du es anguckst. Magdeburg gekauft und hier mit Speckzeller vergiftet. Gut merken. Es ist ja nochmal eingepackt. Och Gottchen. Das war so mit das allererste, was ich für dich hatte. Ich fand das so süß. Nett, aber schon wieder süßes. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht geplant, so viel Süßigkeiten zu kaufen. Es ist einfach entstanden. Ja, und jetzt packst du das letzte Geschenk aus. Das ist eine Eckertasche. Wenn es was Süßes ist, dann spare ich dich. Sieht das aus wie was Süßes? Ja. Dieses Geschenk bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe muss es nicht, mit, mir muss es hier bedeuten. Das ist mein Geschenk. Mit Liebe für dich gemacht. Mit Liebe? Ja. Ich hasse Liebe. Doch auch. Aber du musst es halt umdrehen, wenn du es aufmachst. Also. Ja. Da ist es besser. Du lebst auch halt richtig rum. Ja, muss auch alles rum. Dein Brief hätte dich fast mit Blei vergiftet. Weil ich außerdem mein Dachblei ausgepackt habe. Und teile das Zeugs auf dein Paket. Da muss ich erstmal hier alles wieder mit Blei reinigen. Ist so richtig rum? Nee, andersherum halt. Andersherum. Ja, bin ja viel oder nicht. Ein kleines Hundbereich. Das ist ja geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Nein! Das kann man echt nicht auf YouTube zeichnen. Nein, das kannst du nicht. Zeit mal, was willst du sehen? Ich mach Pause und kannst du in Ruhe angucken. Test 2, 3, 4, 5. Leute, ich habe das schönste Weihnachtsgeschenk im Universum erhalten. Jemals ever. Von allen 7 Milliarden Menschen dieses Planeten habe ich das Schönste erhalten. Man glaubt nicht, aber so ist es. Ich habe das schönste Geschenk erhalten. Das ist das. Und es ist leider so unfassbar nicht erlaubt auf YouTube zu sein. So unfassbar nicht jugendfrei, dass ich es leider nicht aufklappen kann. Aber der Inhalt ist fantastisch. Wahre Kunst. Das muss man loben. Schön. So, heute haben wir den 26. Dezember und ich habe mir heute einen Linsenbraten gemacht mit Rotkohl und Klößen. Der ist komplett vegan, auch die Soße, und den lasse ich mir heute schön schmecken. Gestern am 25. wollte ich eigentlich schon was machen, aber da war ich noch sehr lange bei Pascal und dann habe ich nochmal geskypt mit Pascal und da habe ich dann nur den restlichen Kartoffelsalat gegessen. Nochmal so ein bisschen die restlichen Pellkartoffeln. Und heute habe ich mir das allererste Mal sogar, einen Linsenbraten gemacht. Und ich habe schon probiert, es schmeckt sehr, sehr, sehr lecker und ich freue mich. Dazu trinke ich etwas Rotwein. So, dann sage ich guten Appetit und ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Ja, so wie ich. Schöne Geschenke bekommen oder auch nicht, wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Schönen Lebtag. Tschüss.